Der Klimaschutz ist sehr, sehr wichtig für die Lebensmittelbranche und Nestlé, denn wir sehen jetzt schon die ersten Auswirkungen. Wir haben jetzt schon die ersten Ernteausfälle im Bereich unserer benötigten Rohstoffe. Unsere Rohstoffe kommen aus Regionen wie Elfenbeinküste oder Südamerika, die heute schon betroffen sind, in Zukunft natürlich noch wesentlich stärker betroffen sein werden. Wir arbeiten heute schon mit den Bauern an diesem Thema, um auch zukünftige Rohstofflieferungen für Nestlé sicherzustellen. Deswegen ist uns das Thema Klimawandel sehr, sehr wichtig. Wir fordern von der kommenden Bundesregierung, dem Thema Klimawandel eine wesentlich höhere Priorität einzuräumen. Das Pariser Klimaabkommen mit seinen Zielen ist sehr wichtig und auch die Ziele zu erfüllen ist sehr wichtig. Für uns als Unternehmen benötigen wir natürlich auch Richtlinien und zukünftige Ausrichtung, wohin es mit diesem Thema geht. Wir alleine als ein Unternehmen einzeln können nicht den Klimawandel ändern, aber viele zusammen werden viel bewirken können. Nestlé Deutschland hat in den letzten Jahren auf zwei großen Themen eigentlich fokussiert gearbeitet. Einmal an unseren Werken, Produktion unserer Produkte, aber natürlich auch der Transport der Lebensmittel. Wir haben beispielsweise in unserem Werk in Hamburg ein Blockheizkraftwerk installiert. Wir haben in Biesenhofen ein gasbetriebenes Dampfkesselhaus erneuert, was schon allein die zwei Sachen zusammen 8% CO2-Emissionen uns eingespart hat. Für unser Maggi-Werk in Singen arbeiten wir schon sehr, sehr lange mit unserem Nachbarn zusammen und nutzen seine Abwärme, was fast 75% unseres Dampfbedarfs ist und was eine CO2-Emissionsreduzierung von der mittleren Kleinstadt entspricht. Nestlé weltweit hat in den letzten 6 Jahren in Treibhausgasemissionen bereits um 39% pro Tonne Produkt reduziert. Das ist schon wirklich ein toller Schritt in die richtige Richtung, aber auch wir wissen, dass es noch viele, viele Themen gibt, die wir bearbeiten müssen. Wir haben uns vorgenommen, Strom aus erneuerbaren Energien weltweit zu beziehen. Deutschland hat das schon komplett umgesetzt, auch hier sind wir toll in der Vorreiterrolle. Aber im Thema Bereich Transport und Landwirtschaft haben wir definitiv noch viele Aufgaben vor uns.